ihr Freunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Wir machen weiter mit diesen kleinen Fläschchen hier. Und zwar Hachenburger Hell ist jetzt angesagt mit einem hellblauen Etikett. 0,33er, ja, sieht gut aus, gefällt mir. Kapsel ist bedruckt, sieht so aus. Ich habe richtig Bierdurst, wie immer. 4,8% Umdrehungen haben wir drin. Wasser, Gersten, Malz, Aromahopfen. Wunderbar. Da bin ich mal gespannt. Aromahopfen in einem hellen haben wir bis jetzt immer positive Erfahrungen gemacht, nicht wahr? Jetzt sind wir mal gespannt, was es kann, oder? Ich mach mal auf, Freunde. Ich hab Bock drauf, Bier zu trinken. So, offen ist es. Trinktemperatur sollte ungefähr 7, 8 Grad haben. Wie gesagt, das steht jetzt hier schon so eine Weile, weil ich gerade noch ein Telefonat hatte. Das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, aber ich erzähle es trotzdem. So, Entspannungsverdampfung kommt raus, kleiner Auspuff, wunderbar, schöner optischer Effekt. Lassen wir mal laufen. Oh, heute ist Wochenende, heute kann ich ein bisschen mehr trinken, ja, schön. Muss euch mal was zwitschern. Meine Leberwerte sind in Ordnung, Freunde. Ja, ich war wieder beim Onkel Doktor gewesen. So, ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen. Zwei Fingerbreite Blume, schneeweiß das Ganze. Fein bis mittelporig, würde ich sagen. Bleibt auch schön an der Glaswand haften. 90 Sekunden Standard kriegen wir auf jeden Fall hin. Ne? So, schaut mal selbst. Sieht gut aus, oder? So muss es aussehen. So, im Farbspektrum, wo bewegen wir uns da? Ganz klassisch, klassisches Getreidegold. Wunderbar, schön filtriert hier auch. Karbonisierung per Longe steigt gleichmäßig auf. Jo, gewisse Tiefe ist drin. Schöner Blumenteppich obendrauf. Was willst du mehr, Freunde? Das sieht ordentlich aus. Anständig. Ja, Optik, Ästhetik haben wir schon beim Einschank gesehen. Absolut top. Wie es da steht, macht mir riesengroßen Bierdurst. Und aus dem Grund 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, mal gucken. Gut, also für den Aromahopfen muss ich aber sagen, ist es aber verdammt mild vom Bouquet her. Ich habe jetzt bisschen Angst, Freunde, auch. Weit entfernt vom Schönramer, weit entfernt vom Fürst Karl, weit entfernt vom Wettelsheimer, weit entfernt vom Weinstephaner. Das ist eher so, wo ich sage, Kategorie 5.0er hell. Das ist dann eher so das, was wir vom Industriestandard her kennen. Das ist jetzt erstmal wenig aussagekräftig. Es ist ein bisschen was da, riecht aber tatsächlich eher so nach diesem, ich sag jetzt mal, klassischen Industriestandard. Ne? Also das riecht jetzt nicht so aromatisch, wie man es sich vorstellen mag, wenn man Aromahopfen hört. Aber wir werden uns jetzt eines Besseren überzeugen, indem wir es einfach probieren. Mhm. Der Handtrunk, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. So, da hat er die Backen voll. Ja, mein Gott, gut. Ja, mein, hier. Aber da geht noch mehr, ne? Da geht noch mehr mit Aromahopfen. Also, das ist ja hier auf Sparflamme wahrscheinlich, ne? Steht da wirklich drauf, Aromahopfen. Naja. Ja, also der Antrunk, was soll ich sagen, Leute? Also der sehr große Wow-Surprise-Effekt, ja, der bleibt erstmal aus. Das ist jetzt erstmal nichts, wo ich sage, wow, das ist jetzt richtig innovativ, das ist richtig kreativ, das ist ein großer Wiedererkennungswert etc. etc. Nein, das eher nicht. Was wir hier haben vom Antrunk her, ist eher solide, solides Helle, würde ich sagen, mit ein paar wenigen Aromaspitzen tatsächlich drin, aber nicht sehr stark ausgeprägt. Ne? So langsam entwickle ich mich ja hier zum Experte bei den Hellen, so viel wie wir dieses Jahr getrunken haben. Also von daher, das geht eher so diesen linearen, geraden Weg, ohne jetzt diese Aromaspitzen irgendwie aufzuzeigen. Ja, was kann ich noch sagen vom Antrunk her? Wir können ja mal auf die Attribute zu sprechen kommen. Gemütlich oder dynamisch, in diesem Fall ist, denke ich, auch ganz glasklar, wo wir uns bewegen. Dynamisches Bier, kein Schluckwiderstand, keine Barrieren oder sonstiges. Das trinkst du so, zack, Durstlöscher eben, wie der Bierstil sein will, kannst du so wegtrinken. So, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Ja, also wenn man sich jetzt die Frage stellt, also erstmal der Malzkörper, der ist absolut linear. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt irgendeine Eigenschaft wie Nussigkeit, Getreidigkeit,
Karamell, Honig und was damit alles möglich wäre, das hast du hier alles nicht. Also das geht ganz linear, wie gesagt, seinen Weg, so ganz standardmäßig, so rundauf solide, ehrlich halt. So, und wenn man sich jetzt fragt, naja, wo kommt denn da jetzt der Aromahopfen? Merkt man den denn so ein bisschen? Und da muss ich sagen, ja, den merkst du tatsächlich auch im Abgang. Also da spielt erst ziemlich weit hinten eine große Rolle oder größere Rolle, wo man dann halt so dieses natürliche Aroma dann auch merkt. Also es ist jetzt nicht so dieses so wirklich was nach Zitrone, Vanille, Karamell, Lakritze, Kuchen, Biskuit, was es da alles gibt, ne? Wildhonig, sowas, sondern das ist eher so, ja, so natürlich gehalten, so eine natürliche Hopfenfloralität, die jetzt aber auch nicht also jetzt nicht gerade krass hier mit Alpha-Hopfen oder so, wo so richtig bitter wird, ne, von der IBU, sondern halt eher so dieses andere Florale. Wisst ihr, was ich meine? So dieses natürlich Schmeckende. Ja, ist okay. Ist ein helles, ne? So. Süffiger Durstlöscher, ohne viel Tamtam, ohne viel Bamborium, ringsrum, grundauf solide, linear, fällt nicht groß auf. Ja, wie sagt denn so einer so schön, es geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf, der hat das so schön in die Kommentare reingeschrieben, er hat gesagt, na, das ist halt ein Bierstil, den trinkst du nebenbei, wenn du deinen Ikea-Schrank aufbaust. Top. Genau so kann man es beschreiben. Ne? Also du musst dich jetzt nicht groß konzentrieren. Die Komplexität ist hier komplett runtergeschraubt. Aromaspitzen komplett runtergeschraubt. Braucht wenig Aufmerksamkeit. Flasche auf, Rinnenkorb und runterspülen. Ne? Dafür ist dieses Bier gut geeignet. Finde ich persönlich jetzt hier auf dem Kanal für die neuen Zuschauer. Ich finde sowas immer schade. Ich sage bewusst, die alten Zuschauer, die kennen schon meine Einstellung, meine Meinung, meinen Geschmack. Deswegen finde ich jetzt hier als ja, semi-professioneller Biertester immer ein bisschen schade, dass hier so auf Kosten der Kreativität, Innovation, ja, so austauschbare Biere halt daherkommt. Da ist man immer ein bisschen enttäuscht, wenn man so drauf liest, so Aroma-Hopfen und dann auch hier so schönes Etikett auch. Ne? Und das ist eben, wenn du das mit einem Fürst Karl vergleichst, ne? Mit dem Urhell oder eben mit einem Schönramer, dann ist es halt anders. Ne? Das ist halt so. Ja. Aber süffig ist es, den kannst du gut wegsüffeln. Grundaus solide, alles ehrlich gemacht, alles richtig gemacht, gute Qualität. 4/5/6 möglichen Punkten. Das war's gewesen, Freunde. Ich bin draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.